Wenn sich im Wald ein Gewitter nähert, dann spüren die Tiere das und verschwinden irgendwo hin. Der Mensch sollte sich öfter was von den Tieren abschauen. Dafür lassen Sie die restlichen 12 am Leben. Das ist das wertvollste Stück in Igla. Tut mir leid. Aber 10 Tschechen muss ich hinrichten lassen. Der Tod von 2 deutschen Soldaten kann nicht ungesühnt bleiben. Das verstehen Sie doch. Ich stehe auch unter Beobachtung. Schreiben Sie mir die 10 Namen auf. Sie kennen doch die Leute hier, nicht ich. Sie wissen, wer zu leben verdient hat und wer nicht. Ich glaube, auch wir Deutschen, bis hin in meine Generation, die ja nun damit nicht wirklich was zu tun hat, oder auch spätere Generationen. Es geht auch nicht darum, sich unbedingt schuldig zu fühlen, sondern es geht darum, sich mit einer Geschichte auseinanderzusetzen. Wenn sich im Wald ein Gewitter nähert, dann spüren die Tiere das und verschwinden irgendwohin. Der Mensch sollte sich öfter was von den Tieren abschauen. Ich ahne, was kommt, so wie die Tiere das Gewitter spüren. Das Grollen ist kein Gewitter. Oh, doch. Und du weißt es schon lange. Und wenn sich ein solches Grollen nähert, wird es Zeit für ein paar Monate zu verschwinden. Du musst fliehen. Ich bitte dich. Diese Mühle steht dir schon 110 Jahre. Wusstest du das? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ich dir ja, aber du mir nicht. 110 Jahre. 4 Generationen Habermanns sind hier geboren. Haben wir gelebt? August! Sind hier gestorben und liegen jetzt auf dem Friedhof an der Kirche. Die 4. Generation nicht. Das ist deine und du bist nicht gestorben. Doch, bin ich. Bin nur noch nicht unter der Erde. Du bist noch zu jung, um so zu reden. Nur weiter, Herrschaften. Aber in Deutsch, wenn ich bitten darf. Der Vater ist doch Deutscher. Ja, ich bin Deutscher. Haben Sie denn kein passendes deutsches Mädel gefunden? Kommen die Geier und stürzen sich auf ihre Beute. Bin er schon tot? Und wie wir tot sind. August, es ist soweit! Was wird sich denn groß ändern? Wenn du denkst, dass das so gut ist, dann nimm dir doch einen Wimpel und geh mitwinken. Genau wie deine Landsleute. Hans Habermann! Alles Gute, mein Junge. Heil Hitler! Ich kann es nicht einrichten, dass Hans wiederkehrt. Zu welchem Opfer sind Sie denn für Ihren Schwager bereit? Amtlich gesehen ist Diana einfach eine Herrbjüdin. Dann ist sie halt eine. August hat die größte Mühle, die es hier gibt. Und die schönste Frau von allen. Deswegen bist du damit zu mir gekommen, weil du sie nicht gekriegt hast. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ein Deutscher und eine Jüdin? Genug jetzt. Wir haben uns verfahren. Es wird sich doch irgendjemand finden, den Sie schon immer einmal umbringen wollten.